Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Naram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Master Yi im Jungle. Welche eine Überraschung. Ja, und des Weiteren habe ich in meinem Team einen Yavan auf der Toplane mit Ignite, LeBlanc auf der Midlane, Vayne als ADC und Soraka als Support. Im Gegnerteam, Augenblick, da muss ich erstmal eine Runde warden. Ja. Im Gegnerteam haben wir einen Rengar im Jungle, stärker im Early als ich. Im Late Game, denke ich, habe ich die Nase vorn. Auf der Toplane ein Jayce, interessantes Duell. Dann ein Fizz auf der Midlane, Lucian als ADC und Thresh als Support. Okay. Nur der Yavan bewegt sich noch nicht. Ist aber auf jeden Fall eingeloggt. Wenn nicht, würde er nämlich in der Mitte des Spielfeldes stehen und nicht hier am Rand. Und somit wollen wir mal hoffen, dass er sich gleich bewegt. Da bewegt er sich schon. So. Dann wollen wir nochmal gucken. Vielen Dank. So, und ich skille als zweites jetzt mal die W. Das will ich nämlich mal ausprobieren. Ich glaube, mit dem Blue Buff kommt man so besser zurecht sogar. So. Kann man sich nämlich direkt wieder hochheilen. Und weiter geht's. Ja, ich denke, das ist sogar besser. Und ab zum Red. Da kann man nämlich zweimal heilen, bis man beim Red ist. Ist bei mir jetzt der erste Versuch mit dieser Taktik. Ihr könnt mir gerne mitteilen, was ihr davon haltet. So, kein Rengar. Auch kein Rengar. Alles sicher. So, smiten. Noch eine Q. Und da man. Direkt wieder heilen, um den Cooldown so niedrig wie möglich zu halten. So, jetzt warte ich dem Yavan mal. Ziemlich passiver Rengar, muss ich sagen. Gott sei Dank für mich. Schön. First Blood für Vayne. Double Kill. Sehr geil. Wenn Vayne so early ins Game kommt, ist immer gut. So, und dann nehmen wir eiskalt noch einen Pink Ward mit. Kann gegen den Rengar ja nicht schaden. Jawohl, Yavan holt sich auch den Kill. Was ist hier los? Jetzt nur noch die LeBlanc. Die holt sich auch den Kill, wie es aussieht. Lol, ist er tatsächlich weggekommen. Und da war der Rengar. Ein bisschen Pech.
Ich würde sagen, da verfolgen wir den Rengar mal eiskalt. Mal sehen, vielleicht ist er hier gerade beschäftigt. Ach, schade. Schade. Ich dachte, ich kriege ihn. Habe ich meinen Flash jetzt leider gewastet. So, Level 5. Dann gehen wir doch eiskalt mal unten vorbeischauen. Obwohl ich mal denke, da wird gewordet sein. Dann mache ich erstmal die Krabbe. Oh, ohne Boots der Krabbe hinterherlaufen, ist einfach widerlich. Ne, da kann ich nicht viel anrichten. Oh. Nee, raus. Puh, kam ich eine Sekunde zu spät. So, Ränger unten. Da geht die Rain aber auch drauf. Hat aber meinen Double geholt. Sagt mir, ich soll Yi spielen lernen. Naja. Geben das eine. Ah, da ist gewordet. So. Erst nochmal Base. Dann sieht das Ganze ja schon gar nicht so schlecht aus hier. 7-5 Führung für uns. Nur der Fiss mit 2-0 gefällt mir natürlich nicht.
So, Fischschunglerbot. Jawohl, ja, wann macht denn Rengar? Ja. Bewegen wir uns mal Richtung Top. Na, da holen wir doch lieber ihn. Ei. Oder auch nicht. Come on, come on, come on. Gleich mal kurz die Mitte halten. Oh, natürlich auch gerne. So, alles cool. So, Rengar. Nur 2 zu 2, das geht. Ich habe hier mit Kills ja leider noch nicht allzu viel zu tun gehabt. Tja. Haben wir auch noch gekriegt. Unbegrenzte Möglichkeiten tun sich vor mir auf. Und somit alles gut. Muss ich nur zusehen, dass ich hier wegkomme. So. Und jetzt wie immer weiter auf Klinge des gestürzten Königs. Vorsicht, Rengar war da. Oh, der kriegt aber böse auf die Mütze. Stirbt der etwa nicht? Mach ich währenddessen mal den Drake. Ich hoffe nur, dass mir der Fist jetzt nicht in den Rücken springt. Nee, okay, jetzt wissen wir, wo er war. Oh, Wayne hat anscheinend keine Lust zu helfen. Mal sehen, ob ich da noch was machen kann. Ah, damn it. Nein, leider nicht. Ah. Fisch schon wieder Bot. Das regt mich langsam ein wenig auf.
LeBlanc jetzt 1-4 und Fizz 6-0. Boah, was denn das für eine hässliche Lache da? Ja gut, easy. Oh, Wayne 8-2. Ich kann quasi das ganze Gegnerteam alleine auseinandernehmen. Da geht da der LeBlanc schon wieder entgegen. Und ist der Ringer. Ja, wollen sie oder wollen sie nicht? Kann ich, glaube ich, noch eine Runde jungeln gehen. Ah, die LeBlanc lässt sich schon wieder catchen. Diesmal vom Rengar. Gereicht. Okay, aber insgesamt 15-12 Führung für uns. Für den Fizz, da sollte langsam Schluss sein mit dem Feed. Da ist er schon wieder auf der Bot. Jetzt wird's hart. Puh, wenn das so weitergeht, ey. Oh, lol. Absoluter Fail-Flash. Was war das für ein Missklick? Ich wollte eigentlich die Ult drücken. So, gehe ich erstmal eine Runde back jetzt. So, und jetzt noch ein wenig Attack Speed. Tja, so richtig viel habe ich mit diesem Game jetzt noch nicht zu tun. So eine dicke Vayne ist natürlich was super Feines. Ich kann immerhin ganz in Ruhe jungeln. Oh lol, jetzt der Jay ist auch noch mit auf der Mitte. Ich hol mal die Vasallen nach. Etwas jenseits meines Feldes.
Und jetzt den Drake. Da kann der Bob ruhig pingen, was er will. Wäre schöner, wenn er mir hier helfen würde. Oh, der Fizz. Das war sein Todesurteil. So, kommt auf den Tower. Lol. Oh, dann gehen wir jetzt raus. Javan ist auch rausgekommen. Was ja auch nicht so schwer als Javan ist. Hat ja einen wunderbaren Escape. Na gut, da lassen wir die Vayne alleine machen. Kriegst du denn noch? Nein, lol. Ein Hit. Ja, wann holt sich denn Jace auch? Was ist hier los? Ein richtig schönes Team erwischt. Außer die LeBlanc, aber ich denke, die können wir carryen. Lol. Nein. Hat er noch ein Wort gehabt? Dammit. So, da die Gegner hier wieder schnell unterwegs sind, hole ich mir Jomos Geisterklinge. Toplane auch schon durchgepusht. Wunderbar. Wir sitzen mit Taurus 2-1. 2 Dragon für uns. 0 für die Gegner. So, come on. Und go. Steht der Jace. 147 Farm 06, lol. Gehe ich dem Kumpel mal entgegen. Ja, ist immer noch auf der Toplane. Ich denke, den kann man noch mal machen. Lol. Muss ich auch nicht mehr flashen. Ist auch so sogar noch gestorben. Ah, das war der zweite Fail-Flash in einem Game. Ist mir auch noch nicht oft passiert. Unsere Widersacher verderben uns. Oh, machen wir währenddessen noch mal ein bisschen den Gegner-Jungle leer. Das Board, sehr schön. Ah, da kommt Fizz. Oh oh. Oh oh. Und oh Mann. Oh lol, Jace auch noch. Hey, ich hab ja sogar noch Heiltränke dabei.
Und da haben wir ihn auch. Wunderbar. Luschen jetzt aber Berserker. Das mögen wir natürlich gar nicht. So, und 2500 Gold, das reicht auf jeden Fall für Jumos Geisterklinge. Oh, was heißt auf jeden Fall? Ganz genau. So. Inhab ist down. Und ich mache mich auf den Weg zum Drake. Oh, da waren drei Gegner. Ja, der arme Fizz steht 9-4 und kann es nicht carryen. Können einem schon ein wenig leid tun. So, ich gehe mir einen Red holen und dann pushen wir die Top-Lane durch. Ja, wann macht denn Jace aber auch sonst was wie Nasser? Oh, LeBlanc jetzt mittlerweile auch unaufhaltbar. Ja. Leute, das Ding dürft ihr surrendern, wenn ihr wollt. Wenn nicht, auch egal. Gesehen? Nee, doch nicht. Ach doch, Vayne spielt mit Stucky Stich, okay. So. Das sollte es wirklich jetzt schon gewesen sein. Nach 28 Minuten. Oh, da muss ich nochmal raus. Tower Agro. Wollen wir natürlich nicht. So, habe ich auch noch meinen Kill. Da gehen wir aber raus. Und gewinnen das Ding easy. Und wenn euch das Game gefallen haben sollte, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.